Kaviarfrauen Eiern. Grüß euch. Hallo. Servus. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, wir stehen schon ein bisschen am Berg, damit ihr gleich wisst, worauf ihr euch einlasst. Es geht auf jeden Fall mit den Bikes in den Schnee und die Aussicht ist gut. Wo sind wir unterwegs? Ratespiel. Ratespiel. Vollgepackte tollen Sachen. Ja, jetzt kann man schon ein bisschen weiter rauf. Sonne wird leider weniger, aber der Blick dafür besser. Besser. Ja, für uns geht es jetzt ein Stück an der Piste entlang rauf. Aber die Abfahrt kommt dann über eine Tourenabfahrt. Da sind wir dann also wieder weg vom Getümmel. Und das ist eine Sache, auf die man wirklich achten sollte. Abfahren natürlich oder auch hoch, nur am Rand, da wo man wirklich nicht im Weg umgeht, weil das ist geduldet, aber mehr auch nicht. Und dementsprechend passt auf, dass ihr keinen stört, dass ihr euch selbst nicht gefährdet und holt den meisten Spaß raus, den ihr kriegen könnt. Oh, da gräbt einer um. Klar, auf der Kamera sieht es jetzt wieder nicht so steil aus, aber hier geht es wirklich richtig steil rauf. Im Sommer macht die Straße noch zwei Kurven und die sind schon sehr steil. Also von dem her keine Schande, dass man hier schieben muss. Gut, dass wir die Schiebefunktion haben. Und dann wird es auch gleich wieder flacher. Dann können wir zum Glück wieder fahren. Jetzt läuft es wieder richtig gut. Hier ist auch wirklich sehr, sehr wenig los. Das ist mehr so ein Zubringerweg. Den benutzen nicht viele. Und ja, endgut. Macht Laune. Ist halt einfach ein bisschen was Besonderes. Und von dem her ist es richtig cool, im Winter hin und wieder mit dem Bike unterwegs zu sein. Im Hintergrund schreien die Vögelchen. Es ist fast wie in der Wüste hier. Die warten schon. Zum Glück sind es keine Geier. Und hörst du es? Die Vögelchen kreisen schon um dich herum. Ja, das ist halt leichter als ich. Deswegen singst du nicht so ein wie ich. Nico denkt ja, dass ich leichter bin wie er. Aber in echt fährt er Eco-Modus und ich fahr Sport. Wer hat, der kann und so. Und von dem her, easy, läuft bei mir. Bei Akku haben wir noch voll viel, ich habe noch 73% und wir haben nur noch so 300 Höhenmeter, in Summe ca. 1200. Und von dem her, da wird jetzt nicht mehr gespart. 10 Euro. Ja, passt. Aber ist schon geil, oder? Ja, hier rauf läuft jetzt wieder richtig gut. Echt mega. Und so sieht das Ganze mit Panoramablick aus. Und wir haben echt noch richtig Glück. Die Sonne leuchtet uns immer noch an. Ist eigentlich ganz schön warm. Ja, es könnte kaum besser sein. Juhu! So, jetzt hat es eigentlich nur noch rüberqueren. Das Schlimmste haben wir geschafft. Hat super funktioniert. Wetter immer noch geil. Juhu! Mega, das Licht jetzt ist voll geil. Ja. Die letzten Meter. Geil, Omat. Voll. Brotzeit. Und wer hat's geschmiert, die Brotzeit? Ja. Das Geburtstagskindl. Ja, das wird man sich ja wohl noch verdient haben. Am Geburtstag, einmal im Jahr, wisst ihr. Jetzt klinge ich hochnäsig, aber macht ja nichts. Juhu. Oben sind wir. Sauschöner Gipfel, finde ich. Dafür, dass der ja eigentlich direkt im Skigebiet liegt. Ihr habt es eh gesehen. Aber hier oben hat man trotzdem seine Ruhe und richtig guten Ausblick in Richtung Wilder Kaiser unter anderem. Zum Horn natürlich. Und jetzt schauen wir dann mal, was der Nico so an Jausen gezaubert hat. Hungrig bin ich auf alle Fälle. So, du ziehst jetzt meine Schuhe und gehst in meine rein, weil ich schwitze einfach so. Ja. Dann hast du mal warme Zehen. Ha? Ich habe schon wieder kalte Füße, ist eh klar. Ich will es ja nur einmal festhalten, ja. Ich gebe sogar meine Schuhe für Madame her, weil in ihren Lappenschuhen schon alles nass ist und kalt. Nur mal so zur Info. Wie geil. Also, die Brotzeit ist echt schon mal 1A. So wie der Freund. Welcher Freund? Freund, wo bist du?
noch? Nachtisch. Apfelstrudel. Und Kakao. Mir kann es heute nicht süß genug sein. Oh, der ist schon kalt. Nein. Doch. Die waren erst kalt. Ja. Petra, du fährst ja wie auf rohen Eiern. Everybody out in the world, stop messing around. Calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. Sisters living the dream, but everybody's singing along. It's okay, we'll all soon be gone. Opfer! Wie machst du das wieder? Ja, voll! Sondern er hat gerade gefragt, was hast du denn gefragt, was wir für Fahrräder habt und was wir für Reifen drauf haben. Ja, richtig. Und genau, wir haben eben ganz normale Standardbereifung, also nichts mit Spikes oder ähnlichem. Und du bist im Skiurlaub? Ich bin im Skiurlaub, ja. Ich fahre sonst auch viel Fahrrad, aber nicht bei diesen Verhältnissen. Ja, wir machen auch beides, wie ihr ja wisst. Also sowohl als auch ist doch super. Dann auf jeden Fall noch einen schönen Urlaub. Schwer war es heute.
so schwer. Ich fand's so und dann mega. Bin ich immer so krankig, weil ich keine Videos hinkriege. Dann habe ich mich aufgestellt zum Filmen, wisst ihr? Dann fährt er zum Hund. Hallo? Ah, wie auf rohen Eiern gefahren, wie wenn sie es erst mal auf dem Rad sitzen. Ich hasse das, wenn ich keine Kontrolle habe. Also Fatbike im Schnee ist schon leichter. Ach, ja, du bist super zurechtgekommen, klar. Aber man muss es halt ein bisschen mögen, wenn es so schmiert. Wie beim Autofahren, wenn man die Fliegen an der Seite hat, dann weiß man, dass man richtig Auto fährt. Ja, ja, das ist wieder verpackt, die Bikes. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann heute trotzdem, weil ich Geburtstag hatte. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.